So, willkommen zurück zu Deadly Premonition. Wie im letzten Part angekündigt, bin ich offscreen schon mal zu Harry gefahren und wir gehen direkt rein. Ich bin gespannt. Weil ich glaube, jetzt kommt ein Zombie-Abschnitt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Sogar einer der größeren. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Ja, Ladebildschirm sieht schon danach aus. Dann würde ich gerne mal meine neu bekommenen Waffen ausrüsten. Aus dem Sidequest-Part vom letzten Mal. Ja, sieht nach Zombie-Abschnitt aus. Hat der Ladebildschirm auch schon angedeutet, gerade eben. Looks like the next game is hide and seek. Huh? Okay. Und die haben auch schon direkt so einen Koffer. Sehr, sehr schön. Okay. Können wir eigentlich was Neues kaufen? Das interessiert mich auch gerade. Panda-Bär. Okay, scheinbar kann ich die eine Waffe, die ich bekommen habe, auch kaufen, die Magnum. 365 Magnum, okay. Wie gesagt, wir haben die aber schon, deswegen möchte ich jetzt gerne eigentlich nur die Sachen mal ausrüsten. Brauchen aber vermutlich Platz dafür. Das ist die Frage, was schmeißen wir raus? Ich würde fast sagen, das Katana, oder? Weil eigentlich brauchen wir auch die normale Waffe nicht mehr. Erstmal die normale Waffe. Also ich kann die nicht wegtun. Okay, dann die weg, das Schwert weg und ich packe jetzt mal das MG weg, weil ich glaube, dass die eine Waffe, die wir bekommen haben, ein besseres MG ist. Wenn dem nicht so ist, packe ich das MG wieder rein. Ist ja doch eine sehr gute Waffe. So, Objekte rausnehmen. Das ist auf jeden Fall die Magnum. Angriff sehr hoch. Fast 4 Patronen. Ehemals bevorzugte FBI-Waffe. Speziell Flammenwerfer. Okay. Das klingt krass. Also wir nehmen die Magnum auf jeden Fall mit und einfach mal einen Flammenwerfer. Hat der Haltbarkeit? Aber ich kann die dafür nicht rausholen, oder? Ja, es ist ein bisschen. Das ist schade eigentlich, weil ich würde die hier gern mit der ersetzen. Was für Patronen, die Schrotflinte. Und dann der Flammenwerfer. Also der Flammenwerfer ersetzt ja quasi das MG. Und sonst haben wir hier die. Okay. Aber dafür brauche ich Kugeln und die habe ich glaube ich nicht. Das könnte das einzige kleine Problem werden. Kann ich die kaufen? Oder hat die unendlich Dinger, weil ich habe ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Ah doch, wir müssen für die auch kaufen, okay. Ja gut, das ist natürlich, Nehmen jetzt mal das Maximum mit. Also wenn die Waffe mir irgendwann nicht mehr zusagt, dann wächst mehr. Wobei, ich hätte eigentlich auch die Schrotflinte dafür raus tun können. Aber wenn dann wieder Spinnenzombies kommen, dann habe ich halt ein leises Problem. Halt die andere Sache. Okay, zeig mal. Also wir haben die normale Waffe, wir haben den. Wobei da steht unendlich Schuss. Das unendlich Zeichen bedeutet ja eigentlich, dass man es unendlich verwenden kann. Das irritiert mich irgendwie. Weil für den Flammenwerfer. Konnte ich ja jetzt auch nichts kaufen. Warte mal, wie viele Kugeln habe ich denn dabei? Ich will das mal kurz ausprobieren. Okay, 84 Magnum-Kugeln. Wenn ich jetzt mal alle 4 verschieße,
Und jetzt nachlade. Wie viel habe ich dann? Immer noch 84. Okay, dann ist das tatsächlich eine unendliche Munitionswaffe, die wir hier bekommen haben, weil die für die Quest ist und nicht die normale. Okay, interessant. Dann brauchen wir das ja eigentlich gar nicht. Ich nehme es jetzt trotzdem mal mit, weil Schaden kann es nicht, aber... Angriff hoch, sehr hoch. Mit damit abgesägtem Lauf. Okay. Ja, ich würde sagen, dann bleiben wir dabei. Aber ich meine, wieso nicht, wenn wir damit endlich Schuss haben und auch noch den Flammenwerfer, dann spielen wir einfach ein bisschen damit. Okay, rein da. Wo sind unsere Zombie-Freunde? Das Bild hing da vorher, aber noch nicht. Do you see the resemblance? Anna, Becky. She looks like Diane. And Carol? Zach, look. Emily. Okay. Die Frage, was uns das Bild sagen soll. Wir können hier irgendwas mitnehmen, aber die Flecken am Boden deuten darauf hin, dass hier gleich Zombies kommen. Es schaut sehr nach einer Falle aus, welche ich bin. Und Verbandskasten, den kleinen, den nehmen wir mit. Ich habe auch gar keine kleinen Verbandskästen mehr. Außerdem halt jetzt, den wir gerade gefunden haben. Weil ich letztes Mal einen eingesetzt habe, um meine Gesundheit wieder aufzufüllen. Und das war nur der eine. Wir haben aber dafür noch vier große. Oder vier mittlere und einen großen. Also wir haben noch kein Problem damit, dass wir keine Heil-Items mehr haben. Und tatsächlich, jetzt kommen sie anscheinend. Ja, das sind sie auch schon. Und da das so viele sind, würde ich da jetzt tatsächlich gerne mal den Flammenwerfer ausprobieren. Ich meine, wenn die hier schon alle auf einem Haufen stehen... Aber irgendwie ist der nicht ganz so geil. Im Gegenteil, die Zombies machen mir sogar Schaden. Ich glaube, vielleicht war das MG doch besser. Also ganz überzeugt bin ich von dem Flammenwerfer nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Vorteil bei dem ist halt, dass er endlich Schuss hat, aber... Naja. Also ich bleib jetzt mal noch bei dem Ding, wenn wir es jetzt schon haben. Aber kann auch sein, dass ich bei der nächsten Gelegenheit wieder wechsle. Jetzt können wir es ja eh gerade nicht. Da ist ein Zombie, da hinten geht es aber auch weiter. So. Ich nehme an, der verbrennt jetzt von selber. Oder muss ich da die ganze Zeit draufhalten? Ja, natürlich nochmal direkt hier so ein Hyperspeed-Modus aktiviert. Das ist halt auch so eine Sache. Die verletzen mich halt immer nochmal, wenn die abfackeln. Das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht, eigentlich sogar. Okay, da drüben wäre jetzt was. Ich weiß halt nicht, welchen Weg wir gehen sollen, aber es kann doch sein, dass wir da drüben einen Schlüssel brauchen. Ich schau mal, was da steht, ob da irgendwie abgeschlossen steht oder so. Weil dann müssen wir sowieso da hinten weiter, aber wenn wir da durch können, dann... Die Tür ist nicht verschlossen. Okay, ist das hier eine Art Rätsel oder... Also es kommen auf jeden Fall wieder neue Zombies. Einige neue Zombies. Okay,
ich die allerdings nur immer nur ansprayen muss, bis die sterben, dann könnte das natürlich geil sein. Weil die scheinen dann wirklich alle zu krepieren automatisch, wenn ich die nur ganz kurz ansprayen. Ich werde die nicht alle... so direkt angreifen müssen. Okay, vielleicht ist das Ding doch nicht so schlecht. Also davor stellen und draufhalten ist halt scheiße. Aber hier sich so hinzustellen, die anzusprayen und wegzugehen. Wobei der resistet das irgendwie. Ja, vielleicht ist der Flammenwerfer doch nicht ganz so verkehrt. Noch mehr? Okay, scheint es gewesen zu sein. Ja, also wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich möchte auch gerne mal den Dingens ausprobieren. Die Magnum. Karte. Die Frage, rechts oder links lang? Also rechts scheint mir nicht so viel zu bringen, weil... naja, irgendwie bin ich von da gekommen. Ist halt echt so. Wozu war jetzt bitte dieser Gang da in der Mitte? Ich hätte doch einfach hier rumlaufen können, oder nicht? Oder waren hier irgendwie Ranken oder so, dass ich da nicht durchkomme? Das kann natürlich sein, dass da irgendwie Ranken oder sowas waren. Oh Gott. Das war jetzt nicht schlecht. Jetzt habe ich mich sogar selber mal erschrocken. Not bad. Das war jetzt nicht schlecht. Da können wir schlafen, da können wir auch mal theoretisch den Anzug wieder wechseln. Ich würde sagen, wir bleiben aber mal noch bei dem. Es gibt eigentlich gerade nicht wirklich einen Grund, den Anzug zu wechseln. Oh wow, und die One-Hitted einfach mal. Wobei ich mitnehmen soll, verdammt. Die Waffe One-Hitted einfach. Unendlich viel Schuss und One-Hitted. Das ist ja krass. Ja moin. Ich glaube, wir haben irgendwie eine der stärksten Waffen im Spiel gefunden. Das ist noch so ein Zombie. Das ist heftig. Das war nur 4 Schuss, aber... ja, nochmal falle ich auf denselben Trick nicht rein, Freunde. Aber vorhin habe ich mich echt erschrocken. Das war nicht schlecht mit den Fenstern. Ist echt OP. Ich wollte gerade sagen, nee, du lebst noch. Ist auf jeden Fall aber mal eine Quest, die sich gelohnt hat. Weg. Der hat sogar 2 Schüsse gefressen, okay. Vorhin, das war halt auch ein Headshot. Surfprojektile. Okay, für Schrofflände. Mit der kann ich jetzt theoretisch eigentlich auch wieder mehr arbeiten, weil ich meine, wenn wir jetzt schon die Waffe hier haben, brauchen wir ja bei der Schrofflinde nicht mehr so viel zum Sparen und deswegen nehme ich sie jetzt auch mal. Okay, neue Kugeln. Aber die Waffe haben wir immer noch nicht. Eine Magnum-Kugel, da brauchen wir ja nicht, weil unsere Waffe unendlich fährt. Würde ich die jetzt bei dem Typen kaufen? Dann bräuchte ich wahrscheinlich die Munition, aber hier bei denen nicht. Ich kann doch nochmal kurz überprüfen, aber haben wir ja eigentlich schon gemacht. Nope, nach wie vor voll. Also, man sieht, wir verbrauchen wirklich überhaupt keine Munition. Sehr schön. Es gibt wieder 2 Wege, ich schau mal, was hier ist. Okay, das sieht richtig aus.
Gehen wir mal hier längs. Ein großer Verbandskasten, okay. So, wo muss ich jetzt wieder lang? Wobei hier scheint abgeschlossen zu sein. Ja, hier ist abgeschlossen, okay. Dann geht's nur da hinten weiter. Das Rätsel kennen wir doch. Und ihr wollt mir erzählen, ich komme jetzt hier einfach so durch, obwohl da schon wieder Flecken auf dem Boden sind. Ja, aber klar. Also das hättest du meiner Oma erzählen können und die hätte es nicht geglaubt. Kommt ruhig her, Freunde. Oh wow, und ich habe gerade durch den Schuss scheinbar das Fass getroffen. Und dass diese Idioten sich selbst weggesprengt haben. Und du lebst doch noch, oder? Ja, du lebst wirklich noch. So eine Sampa kann tatsächlich hier die Fässer benutzen. So leicht nicht, mein Freund. Noch mehr? Oder war es das? Komm mal, er hat noch mehr. Oh. Wer mein Katana? Ach, das habe ich abgelegt. Ach so, hoppala. Mein Fehler. Schön in den Sack geschossen. Renn. Okay, also scheint es gewesen zu sein. Will ich bitte an das Item rankommen? Hallo? Ich glaube, das ist irgendwie verbuggt. Ich komme da nicht ran. Ach, 12 Projektile. Okay, ich dachte, das wäre ein Verbandskasten. Ist aber scheinbar nicht so. So, dann gib mir hier mal meine Magnum. Hier ist andere nachgeladen. Schrotflinte ist nachgeladen. 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 Okay, wunderbar. Gut, dann rein da. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Das scheint eine Art Rückweg zu sein hier. Dann gehe ich doch mal in die andere Richtung, weil das scheint mir dann mehr der richtige Weg zu sein. Emily! At times we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Stop! Zach, did you see that? I must be getting tired. Entweder du bist übermüdet. Oder soll dir irgendwas zeigen, irgendwas sagen, irgendwas vermitteln? So, jetzt habe ich mein Ziel aus Augen verloren. War es jetzt hier oder nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg zurückgehe? Nein, das war's nicht. Okay, sieht richtig aus.
Okay, und hier diese zwei Statuen. Sind auffällig. Muss ich das rechtzeitig anschalten, oder was? Wenn ja, war das ja super schwer. Lol. Wirklich? Das war jetzt eine Aufgabe, die auf Zeit geht? Are you serious? Naja, okay. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache aber hier einen Cut, denn da unten wartet der liebe Harry auf uns. Und da der letzte Part 50 Minuten lang war, denke ich mir, mache ich den jetzt mal etwas kürzer. Und dafür gibt es dann beim nächsten Mal wieder die geballte Story-Power. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.